Zum Roden mit dem Ropa Eurotiger steht der Schongang in Stufe 0, 1 oder 2, sowohl nach links als auch nach rechts zur Verfügung. Die Stufe 0 wird zum Anroden ohne Knickgelenk verwendet. Der Schongang 2 gewährleistet das Überrollen durch die Maschine auf einer Breite von 4,40 Meter. So wird durch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung der Ackerboden geschont. Beim Roden im Schongang kann der Eurotiger über einen Lenkautomaten im Bestand geführt werden. Hierzu wird die Vorderachse über die Scharkörperlenkung des Rodeaggregates gesteuert. Die Hinterachsen werden durch den Reihentaster angelenkt. Im Schongang 2 hält die dritte Achse einen Abstand von bis zu 1,40 Meter zur anschließenden Rübenreihe. Dies ist für eine saubere Rodung in der Anschlussfahrt wichtig. Besonders in starken Seitenhängen bietet das Roden mit dem Eurotiger im Schongang eine bessere Manövrierfähigkeit und hohe Standfestigkeit, damit auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen die Hanglagen erfolgreich gerodet werden können. Die Wendefahrt mit 30 Grad Lenkeinschlag sowohl nach links als auch nach rechts ermöglicht einen engen Wendekreis. Durch die Lenkung per Knickgelenk und den zueinander geneigten Achsen erreicht der Eurotiger einen extrem kleinen Wenderadius. Das spart Wendezeiten und Kraftstoff. Der spurgetreue Nachlauf macht die Maschine auch auf kleinen Vorgewänden sehr leicht manövrierfähig. Dadurch wird das Vorgewende weniger befahren und trotzdem bleibt die volle Schlagkraft des Eurotigers erhalten.